Okay, ich habe das jetzt beendet und meine Fresse. Ich muss das Offscreen nochmal machen, dann zeige ich euch, was ich da bekommen habe. Ich muss die ganzen anderen Bonusspiele auch machen. Ifrit, Feuerstrahl. Geil. Ich habe Ifrit bekommen. Okay. Möchtest du die Einführung sehen? Einführung, ja. Ich lehre dich, was du wissen musst, und dann geht's ab. Okay. Ah, meine Fresse. Endphase, Kristallpunkte, Status, Geheimnis des Duells. Die Endphase. Nachdem beide Donanten fertig sind, beginnt die Endphase. Bei der nächsten Pop-Up-Phase wird die Karte aus der letzten Runde in einem farbigen Kristall verwandelt. Wenn du die Kristalle sammelst, kannst du sogar noch stärkere Angriffe ausführen. Graue Karten verwandeln sich nicht in Kristalle, sie sind jedoch stärker als die meisten Karten. Okay. Jetzt geht's um Kristallpunkte. Wenn du eine rote, grüne oder gelbe Karte verwendest, wird sie in der Endphase zu einem farbigen Kristall. In der KP-Anzeige kannst du ablesen, wie viele Kristalle du hast. KP-Anzeige, wo? Okay, um spezielle Kristallfertigkeiten zu verwenden, musst du KP laden. Du kannst maximal 10 KP haben. Wenn du mehr sammelst, verschwinden deine alten Kristalle, wobei der älteste zuerst verschwindet. Du kannst die Anzahl der generischen KP verringern oder deren Paar beenden. Okay. Kristallfertigkeiten. Jetzt lernst du alles über Kristallfertigkeiten. Diese Techniken fordern KP. Anhand der Infos auf der Karte kannst du ablesen, wie viel du brauchst. Ah, da steht es. Okay. Wenn du für einen Angriff zu wenig KP hast, kannst du diesen nicht ausführen. Wenn du genug KP hast, um die Kristallfähigkeit an der Karte zu aktivieren, leuchtet die Karte auf. Prüfe also, ob du genug KP hast. Achte beim Zusammenstellen deines Zykanenstabs auf KP und Fertigkeiten. Und Status? Hier geht es um negative Zustände. Brennen, Gift, Frieren, Betäuben, das sind nur einige der vielen negativen Zustände, die du herbeirufen kannst. Führst du einen der negativen Zustände herbei, hält er bis zum Ende der nächsten Runde an. Negative Zustände kannst du anhand eines Symbols, den GP, anzeigen auf den oberen Bildschirm ablesen. Okay. Das Flammensymbol bedeutet brennen, das Eissymbol bedeutet frieren. Ja, okay. Wenn du eine der obigen leidest, nimmst du doppelten Schaden durch den bestimmten Angriff. Okay, wenn du wenig GP und einen negativen Zustand hast, empfiehlt sich eine Abwehr. Geheimnisse des Duells. Wenn du der beste Duellant werden willst, solltest du folgende Tipps beherzigen. Warten zunächst, dass der Ausgang eines Duells davon abhängt, wie gut die Karten im Vergleich miteinander abschneiden. Lerne deinen Gegner einzuschätzen und seinen nächsten Spielzug vorherzusehen. Während der Pop-Up-Phase kannst du die Farbe der gegnerischen Karte ansehen, also setze die richtige Karte ein. Das lernst du aber mit der Zeit, also duelliere dich so oft wie du kannst. Und spiele gegen mich möglichst viele Gegner. Neben einem gewissen Maß an Erfahrung im Einschätzen der Gegner brauchst du auch noch gute Karten. Daher ist es sehr wichtig, einen guten Kartenstapel zusammenzustellen. Entwickle eine gute Strategie und setze sie mit einem erstklassigen Stapel um. Zu guter Letzt brauchst du für einen Stapel natürlich Karten, und zwar möglichst viele. Karten bekommst du in Bilderbüchern, auf der Landkarte oder wenn du im Eco-Spiel spielst. Auch Glück kann beim Ausgang eines Duells wichtig sein, wie steht's mit deinem Glück im Spiel. Aber auch ein Glückssträhne geht irgendwann vorbei, also schätzen deinen Gegner richtig ein. Stell einen guten... Ja, okay. Wenn du deine drei Dinge beachtest, kannst du... Ja, okay. Okay. Zurück. Okay, kann ich jetzt einen Kartenstapel machen? Karten. Ich will meinen eigenen Stapel machen. Stapel. Ändern. Was habe ich denn? Ifrit. Oh, okay. Bestätigen. Hä? Wieso geht das nicht? Hä? Okay. Bahamut. Können geändert werden, okay. Hey, wieso kann ich das nicht einsetzen? Nebeldrache. Okay. Okay.
Ich habe kurz den Fehler gerade gehabt. Ah, okay, so. Ich muss da kurz drücken. Goblin? Nee, Goblin will ich nicht. Barmut? Lamia? Nee, Ifrit? Komm, der macht 3 Schaden. Das ist gut, ja. Warte mal, Taimai? Schildkrötenkraft? 4 Schadenspunkte, wenn der Gegner Schildkarte. Ah, okay. Nebeldrache, hab ich das? Ja, ich hab das schon. Okay, bestätigen. Das ist mein Deck, verdammt. Name? Kann ich nicht machen. Verdammt, abbrechen. Ja. Und zurück. Du brauchst einen Stapel mit 8 Kartenbänden. Nein. Okay, da brauche ich noch mehr Karten. Habe ich Lamia drin? Lamia habe ich nicht drin, okay. Berühren zu entfernen, okay. Warte mal, Timer. Vielleicht kann ich warte, habe ich Barmut drin? Hab ich. Vielleicht brauche ich Goblin. So. Das sind jetzt 8 Karten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, nein, da fehlt noch eine. Okay, dann. Warte, dann nehme ich doch eine Abwehr noch mit. Kann doch nie schaden. Bestätigen. So. Zurück. Das ist mein Deck, verdammte Scheiße. Ich habe 8% gerade vollständig. Geil, 8%. Dun, 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 dun. Der Berg Magma ist mit solchen Karten übersät. Oh, und da ist eine Karte für mich. Und rechts ist ein Buch. Nehmen wir erstmal die Karte. Das stimmt allerdings. Und guck mal, was ich mit ihnen mache. Ach du wieder, bist du das, Irma? Na klar, klar bin ich das, du winzige Wichtigtuerin. Und es reicht mir deiner Einmischerei. Dieses Affentheater muss ein für alle Mal beendet werden. Schwarzer Kristall, erwecke diesen Vulkan mit deinen verbotenen Kräften. Okay. Möchtest du deine Lava. Möchtest du deine Lava geschüttete oder gerührt? Mach dich bereit. Dieser Vulkan fliegt jeden Moment in die Luft. Verabschiede dich von deinem Bauernhof. Darf ich noch irgendwas machen? Es wird heiß. Nix wie weg. Hey! Vivi ist da. Keine Angst, Schirmer. Ich kümmere mich darum. Klar. Eisgar! Bist du nicht gleich so? Weißt du nicht, das Buch jetzt erfroren? Nein, ist es nicht. Guck mal, du bist so mutig. Ich liebe dich. Tja, ich will auch was vom Ruhm abhaben. Du gierige Missgestalt. Aber erstmal den Vogel hier befreien. Und wir haben... Wer bist du eigentlich? Du hattest Gelb. Ein Gelb aus der Schokobo-Karte. Okay. Gute Güte, gute Güte, gute Güte. Ich bin gerettet, ich bin bereit. Na, warte, bist du für diese wunderbare, einzigartige Händler verantwortlich? Mein Zimmer ist in dem Haus südlich der Bauernhauses. Klar, kam jederzeit vorbei. Okay. Okay, jetzt ist das Haus geöffnet. Danke, vielleicht können wir da irgendwann jetzt was machen. Aber erstmal gehen wir da rein. Wir müssen ein paar Dinge klären. Geschichte. Das hässliche Schokolein. Es war einmal eine Schokomutter, die hatte eine glückliche Familie und kümmerte sich immer um ihre alle Schokolein. Alle Schokolein waren typisch normale Schokoboküken, nur das jüngste war etwas Besonderes. Wenn es jähzündig war, kamen Funken und Rauch aus seinen Federn. Deshalb war dieses arme Schokolein schwarz von Rauch. Alle anderen Schokobos nannten es hässliche Schokolein und sie ließen es nie bei ihren Schokobo-Spielen mitmachen. Oh, sogar seine Mutter behandelte es etwas anders als seine Geschwister. Mama mag mich nicht, weil ich so aussehe. Traurig beschloss der kleine Schokobo von zu Hause wegzulaufen. Am Abend konnte ihn seine Mutter nirgends finden und suchte verzweifelt nach ihm. Ganz auf sich allein gestellt, versprüht er, der wütende, traurige kleine Schokobo sogar noch mehr Funken als sonst.
Die Funken wurden immer größer und größer und drohten ein Feuer zu entfachen. Okay. Versuchsmodus. Bewege das Vergrößerungsglas, in dem du durch Touchpad sprühst. Für die kleinen vorigen Schokolein. Bewege das in den Schokolein. Okay. Irgendwie soll ich sie retten, anscheinend. Ach du heilige Scheiße. Soll ich das jetzt finden oder was? Ah, da. Und was jetzt? Wo ist der kleine Racker? Ah, da. Den. Also das ist ein bisschen Versteckspielen hier. Okay. Ich muss irgendwas Rotes sehen. Da. Wie lange soll ich das jetzt machen? Okay. Und gefunden. Wie oft muss ich die finden, Digga? Was bringt es eigentlich, den jetzt eigentlich dazu zu suchen? Soll ich eher nicht versuchen? Okay, das ist ein anderer Schokobo. Wieso war der eigentlich rot, das eine Schokobo? Egal, vielleicht hat die Mutter auch ein bisschen Spaß mit anderen roten Schokobos gehabt. Man weiß es ja nicht, Schokobos können auch alles andere machen. Ey, komm, einmal finden noch. Einmal gefunden noch. Und die Zeit ist vorbei. So muss das sein. Yeah. Und ich habe auch freigeschaltet. Du hast folgendes erreicht im Versuch im Ergebnis 3 Punkte. Du kannst jetzt auf die Kartenrolle zugreifen. Beenden. Okay, ich muss in den Kampfmodus mal. Kampfmodus gegen diese verfickten Level 3. Ich will nicht Level 3. Ach komm, Level 3. Aber jetzt sind wir mit mehreren Lupen, oder? Okay, ich muss den schneller finden als sonst. Okay, mein Freund. Ich hab den gefunden. Ihr gehört mir. Okay, gut. Ich hab die Punktzahl bekommen. What the fuck? Okay. Hallo? Ah, komm! Ich hab den gefunden, oder? Okay, gut. Wo ist das Feuer-Dingsbums? Ah, da! Okay, meins. Gibt's auch eine Zeit dafür irgendwie, oder wie lange muss ich... Ah, okay, nur dreimal finden. Juhu! It's me, Schokoloin! Und wir haben was freigeschaltet. Das Feuer ist freigeschaltet. Level 3 Kampfmodus. Level 4, okay. Und ein Epilog. Ich glaube, wir haben den zweiten Epilog freigeschaltet. Oder? Nein, das erste, okay. Familienbande. Die Mutter und die Kinder suchten verzweifelt nach dem vermissten Schokolein. Sie durchquerten jeden Winkel nach dem kleinen Kerlchen und schließlich fanden sie es. Da seine Mutter so nach ihm gesucht hatte, sah das Schokolein zu guter Letzt ein. Es spielte überhaupt keine Rolle, welche Felder und seine Federn hatten. Seine Mutter hatte es kein bisschen weniger lieb als seine Brüder und Schwestern. Es tut mir leid. Es entschuldigte sich bei seiner Mutter und es
und es kullerten Tränen an seinen Schnabel herunter. Auch Mama Schoko, Bo, weinte. Auf einmal sogen dicke Wolken auf, als ob sie von Tränen herbeigerufen worden wären, und es fing an zu regnen. Die Mutter und das Kind hielten sich fest, und der Regen störte sie überhaupt nicht. Oh, so ein schönes Ende. Oh. Guck mal, der Regen löscht den Vulkan. Juhu! Schon wieder retten uns die geheimnisvollen Bücher. Yay! Okay, und wir sehen uns im nächsten Part.